Angriffselement und ein Flankierungselement bzw. Angriffselement, was mehr als 5 Mann beträgt. Jeweils wäre das schon angenehm. Aber ich bin immer kein Fan davon, Squads zu separieren, aber wir brauchen einfach ein Deckungselement, sonst hat das keinen Sinn. Richtung Tankort, ist der Feinde markiert schon alle? Negativ, die Infanteristen, die da waren, die haben ja alle umgehauen und in der Basis sehe ich niemanden. Fahrzeuggeräusche? Scheiße, Fahrzeuggeräusche. Haben wir Panzerabwehr? Nee, ne? Ja. Westlich, ne? Wir haben keine. AA-Truck bewegt sich. 15 Grad. AA-Truck hat sich bewegt. Fahrer wurde eben. Oder okay, so. Hat sich erledigt. Good job. Ich find's auch das war ein Truck. So, jetzt aber. Ich dachte, das wäre so ein Panzer gewesen. Die müssen auch irgendjemanden sehen, den wir nicht sehen. Da war auf jeden Fall auch einer auf der Zwischenebene, aber der ist irgendwann ist er weggegangen. Ja, ist so mit gesicherte Gebäude dann auf Karte markieren. Also mit. Beauty, von da aus müssen wir dann schauen, wie wir Richtung Tango kommen. Oh, das ist Nahbereich. Ich habe was umfallen sehen, ich hoffe, das war der Feind. Auf 0, aber dann kann man unter, ein bisschen unten drunter durchgucken. Ah, scheiße, es wird einer gezogen, wir haben Minimum minus 1. Naja, also Frage, wen von euch hat's erwischt? Ganz wäre den TL. Ah, checkt so mit. Frage, könnt ihr den im gesicherten Gebäude wiederholen? Komm. Könnt ihr Nahbereichssicherung sicherstellen und ihn wiederholen, komm. Ja, check dann bitte einmal Meldung von Rallypoint Bravo gesichert ist, komm. Ende. Gut. Mal, wenn wir die freie Wahl haben, nimmt sich jeder einen Vektor, ne? Mhm. Ist auch sehr, 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 sehr angenehm damit zu spielen. Ich hatte erst überlegt, dass wir über den Compound da im Norden gehen, auf 0 Grad quasi. Sah auf C-Tap bzw. Karte ganz angenehm aus Richtung Tango. Wir haben hier aber viel mehr Deckung, wenn du mal Richtung 15 Grad guckst. Und diese Faltkante könnte man versuchen, mit den Mauern da auf Tango vorzurücken. Ja, aber dann kommen wir wieder in den Bereich, wo sie letztes Mal schon auf uns gewartet haben, ne? Naja, der ist, ja. Könnte sein, wenn wir Pech haben, dass sie da im Osten auf uns lauern. Aber das andere Problem ist, wenn wir über den Norden gehen, ist alles halt komplett offen. Das ist richtig. Dementsprechend würde ich das Risiko in Kauf nehmen. Oder wir können auch uns ein Fahrzeug organisieren, die ganz große Route fahren und auf Tango von Norden kommen. Ja, wir sind hier abgestürzt.
Das lebt mir zu flach. Wir rücken jetzt erstmal Richtung Rail Point Bravo vor. Und daraus schauen wir dann mal weiter. Jo, finde ich gut. Kannst schon mal abmarsch machen, ich komme hinterher. So, also ihr habt gehört, zum Rally Point Bravo, also, das ist wirklich, der wird nicht gut, kommt voraus. Bravo rückt jetzt auf eure Position vor. 2 geht. 3. 4. 5. Trupp geht. Mal ein bisschen das Gebäude rechts von uns da im Blick behalten, dem traue ich nicht. Schick, speckiert Augen drauf. Wir sollen jetzt nach West abdrehen und von dort zu dem Compound. Aus Objective Bravo. Soll ich vor dich gehen, oder? Nee, ich bin die 4. Ich hab bloß selber gerade geguckt, wo ich bin. Gerüst nach links neigt. Check, wieder gerade. So, geht's auch nicht rein. Ja, durch. So, dann nehmt du mal an den Mauern Enden Deckung und mal ein bisschen vorspitzen. Negativ von der Halb. Ich habe jetzt 2 Heavy MGs auf 027 Grad. Waren Maxman? Ja, haben wir. Cool. 027 Grad, das sind circa 500 Meter. Erkannt unterm Turm? Nee. Kannst du irgendwo auflegen? Nee. Ich hab's auch nicht erkannt, das geht ja leicht einen Hügel hoch irgendwie, das sieht schwierig aus. Das siehst du nicht. Ich mach's selber. Oh, wir haben 2 Marksmen. Ja. Ich seh die aber gerade auch nicht. Unterm Turm. 0, ich gehe mal auf meinen Posi. 0 zu 7 Grad unterm Turm. Dann schießen sie auch auf dich. Ah, ich glaube, ich hab's ja nicht. Das wollte ich hören. Ja, und Rachel kannst du nicht sehen, wenn du hockst. Du musst dich hinstellen, dann siehst du die. Ich muss aufpassen, dass ich nicht in die Schussbahn auf. Hast du Rage? Na, versuch du mal. Ich hab grad Waffenschwankungen ohne Ende. Ausfall, Ausfall. Ich geh und hol ihn.
bin dran. Specki? Bin dran am Ausgefallenen. Haben wir ausgefallen, haben wir Verletzte, die schnell wieder hergerichtet sind, sonst machen wir jetzt über Rett her. Mach erstmal Rett zu, die anderen liegen im Schussfeld. Drei gelb. Ach, du bist ja neben, direkt neben mir. Genau. Oh, gelb. Hierher, Verletzte hierher. Wenn wir mehr Verletzte haben, dann übernimmt jemand die CPR. Passt schon, mach den fertig. Okay. Und dann stehen wieder. 6, 5, 4. Schauen wir mal, was wird. Schöner kann ich ihn nicht machen. Zweite CPR. Die flankieren uns gerade aus Richtung Norden. Ich möchte mal ein bisschen weiter zurückgehen. Da hat die da Puls aber so hoch, den. Ich mach mal gleich mit dem nächsten weiter. Ich hab ein gebrochenes Bein. Erstmal nächtig. Ich brauch jemanden schützen, wir fahren Richtung Norden. Splint wird gelegt. Schütze 470 Meter entfernt. Wo denn? Welche Gradzahl? 347. Zählt ja. Genau den Baum. Und geht fertig. Danke. Weil nochmal, ob sie seinen Puls ein bisschen gesenkt hat. Nee. Er ist bekämpft. Wunderbar. Checkpoint. Kein Puls. Mach HLW. Ich habe immer noch einen Schützen auf 027 Grad, 500 Meter am Compound. Haben wir auf unserer Seite hier noch Verletzte? Ja, klar. Rote HLW. Überprüfe Puls. Der braucht noch. Oh, Naperlei. Direkt um die Ecke, meine Waffe schießt nicht. Was ist mit Red hier? Der hat so einen Okay. Da ist Red. So, Red, Zerwerb, schwerer Schmerz, du kriegst was gegen die Schmerzen. So, du kriegst das starke Zeug. Das war's, Red, du bist wieder gut. Ich hab keine Ahnung. Rage wird genäht. Kontakt auf dem Turm. 0-3-0. Ruhn, ich geb dir noch ein leichtes Schmerzmittel. Jo, danke dir. Hey.
Alter, leck mich fett, ich kann einfach nicht zielen. Die Waffe schwankt so sehr. Rage, Rune, kommt mal mit. Nicht Rage, sorry, Red und Hast aber keinen Schmerz. Also am Schmerz liegt es tatsächlich nicht. Habe ich einen Blutverlust? Hat etwas Blut? Minimal, aber das dürfte fast nichts ausmachen. Ah, hier im Freeplay macht das manchmal was aus. Also wenn du was übrig hast, gerne. Ansonsten... Wie lange warst du denn verletzt? Nicht so lang, aber... Ja, jetzt geht's. In welche Richtung ziehst du? Es schwankt überall hin. Ah, ich erwische den einfach nicht. Ist der am Turm? Jack, der ist ganz oben drauf. Ab und zu schaut mal der Kopf raus. Leg dich mal auf den Boden. Man kann vom Boden aus durchaus auch hinzielen. Auflegen mit C. Ich ziele jetzt auch mal hoch. Aber mein Job ist wohl eher unterdrücken. Na, ist auf jeden Fall schon mal besser. Na, jetzt habe ich ihn auch gesehen. Wie viel Abstand war das? 450? Genau. Ja, ich glaube, es sind ja 500. Haben wir in dem Fenster unten links einen? Fenster unten links. Okay. Am Turm, da ist doch links ein Fenster im. Ja. Guckt da einer raus? Ich sehe es nicht richtig. Negativ, da guckt keiner raus. Also irgendjemand schießt hier gezielt auf uns. Nicht all deine Munition. Ja, ich treffe sowieso nicht. Auf die Entfernung ein bisschen schwierig, wenn er nur die Nasenspitze rauszeigt. Ich gebe dir nochmal was gegen die Schmerzen. Danke. Also wir kriegen immer noch regelmäßig viel Schuss aus dem Turm rein, aber da denke ich, kommen wir drum rum. Ja, okay. Müssen wir dann halt aus der Nähe bekämpfen. 3. 4.
bringt es auf die Position von Joker und dann wird Alpha wieder weiter vorgehen. Okay, von hier gibt es erstmal nicht viel zu tun. Versuchen wir Richtung der Steinformation hier auf 036 Grad vorzurücken. Okay. Gucken wir mal, wie die Sicht da vorne ist. Und aufpassen, dass ihr Richtung Fino nicht zu Efrini, nicht zu exposed seid. Okay, also dann Bravo, auf geht's. Hier soll es ja genug Platz für alle geben. Wir sind begrenzt einsehbar aus der Stadt. Das ist korrekt. Wir müssen halt auf das Beste hoffen. Außerdem, wenn wir uns hier schön flach machen, sieht uns keiner. Oh, in dem kleinen Turm, da stapeln sie sich ja schon links. Ja. Aber ich schaue trotzdem mal schnell mit dem Fernglas in die Stadt, Specki. Ja, wir haben ja die Türme im Auge. Ich denke mal, dass da bei den Türmen auch das meiste schon gelaufen ist. Um Gottes Willen, das ist ja völlig offen. Aber ihr habt eine brillante Sicht, das freut mich schon mal. Ja, aber du kannst uns hier von der Stadt aus nicht wirklich einsehen. Ja, nicht nur aus drei Häusern. Nee, warte mal, hier an der Sicht auf Tango. Das passt, dann lasse ich euch jetzt Deckungselement. Der große Turm, erste Etage, da sehe ich jemanden mit einer AK. Ansatz von den Treppen. Okay, in der ersten Etage vom großen Turm, Gegner entdeckt. Ja, Status grün. Belfast, wir müssen darauf achten, dass du einen Mann für die Rücksicherung Richtung Süden abstellst, beziehungsweise Osten. Ich ziehe jetzt mit Alpha in den Compound rein. Ich sehe von der AK sogar den Helmkopf. Er schießt schon. Ja, aber irgendwie? Zu hoch. Ja. Yeah. Boah, wie der Schuss nachhallt durch die Täler hier. Geil. Die Knarre, die ich mir hier ausgewählt habe, die hat auch richtig Wumms. Die macht doch echt richtig Laune. Was hast du für eine? Die SIG. Ah, okay. Marksman. Tech 50 Cal. Die müsste auch hier in 7, 5, 2... 3 gechampert sein. Ach, alles unter 50 mm ist Kinderkram. Die gäbe es auch, aber ich hab gedacht, ich übertreibe mal nicht. 50 mm, nicht 0,50. Achso. Meinst du die Artillerie dann? Autokanone. Also falls ihr es nicht seht, Alpha geht jetzt rein in den Compound, also aufpassen, worauf er schießt. Sag mal, kann es sein, dass ich irgendwo ein Fahrzeug höre? Also zumindest irgendeinen Motor höre ich. Negativ. Der brummt wahrscheinlich bei dir vor der Gartentür. Okay, wir werden aus der Stadt beschossen. Okay.
kann ich nicht sehen. Na, das sind ja die Felsen. Alpha hat zwei Ausfälle. Ich glaube Rauch. Haltet mal die Augen auf, bei Tango, Alpha ist schon zur Hälfte down. Wir sind die Gegner leider nicht, die sind hinter den Felsen, an dem Turm. Shit! Gebt mal ihr von dem, gebt mal von den Felsen da oben runter, ihr werdet von der Stadt aus beschossen. Ja, dann geht mal den Felsen runter Richtung Tango, da ist nicht mehr so viel. Ich schau mir mal unsere Verletzten an. Wen hat's jetzt da gerade erwischt? Das negativ, ich bin grün. Hat's dich erwischt? 5 grün. Ich lauf mal Richtung Tango mit den Leuten mit und schau mal an, wer da verletzt ist. Matlaff ist down, ansonsten geht's. Rune ist auch sauber, aber einer hat doch gerade geblutet, ich hab's richtig gesehen. Ich hab's klatschen hören. Ja, dem geht's auch gut. Komme ich zurück? Wieder da. Alpha wird auch schon aus der Stadt beschossen. Ja, das bin ich. Wo brauchst du mich? Ja, Frage, ob den Gebäude schon bei euch bei Feuerschutz habt. Joker möchte nicht, dass du da hingehst, weil er Angst um dich hat. Okay. Mal so, dass ihr Deckung Richtung Stadt habt, weil ich glaube, Tango ist mittlerweile geklärt. Check. Aus der Stadt, die rücken auf uns zu. Rage, ich bin neben dir. Wo denn ungefähr rücken die auf uns zu? Himmelsrichtung. 110, 450 Meter. 1059. Da wurde doch jemand getroffen. Rage, ich schau in dich rein. Rage, fehlt nix. Medic? Hier, Medic. Medic, ja. Specki? Zu mir. Der Arm ist kaputt.
Mach doch den Arm nicht kaputt, den brauchst du doch noch. Ja, der, keine Ahnung, war zwischen Waffe und Stein. Das ist eine ganz komische Situation. Splint, 24 Sierra. Kontakt 1, 2, 2, immer Häuserruine, rechte Häuserecke. Frage, wo wir die von den Bravo kommen. Fertig? Noch nicht. Jetzt! Ich gebe dir noch was gegen die Schmerzen. Ja. Alter. Leute! Ui. Ausfall! Greift nach Deckung. Okay, bis durch. Danke. Specki? Hier. Hier liegt einer auf dem Stein. Au. Jo. Lassen. Naja, check es so mit. Sobald alle Gebäude gesichert, Alpha, dann einmal auf den Turm ganz oben und versuchen sich Kontakt Richtung Objective Foxtrot aufzubauen. Komm. Ende. Das klang gar nicht gesund. So, Rage, du bist geborgen. Jetzt machen wir mal die Löcher zu. Kontakt auf 100. Erste CPR. CPR. Puls, haben wir einen? Ja, er hat wieder Puls. Hauen wir dir mal ein EP rein, auch wenn der Puls irre hoch ist. Guck mal, was draus wird. Naja, entweder platzt jetzt gleich wegen Blutdruck und Puls oder du packst es. Scheiße. Herzschlag 145. Ich glaube, da geben wir irgendwas dagegen, gegen den Puls. Endlich kann ich mal wieder Adenosin verabreichen. Ich dachte, Objective Tango wäre hier. Scheint nicht so das sein. Doch nicht. Was hast du denn für eine Chemie im Blut? Ah ja, jetzt kommt er wieder. Mensch, ich hab dir jetzt einen chemischen Cocktail verabreichen müssen, dass du wieder zu dir kommst. Drei wieder da. Okay, dann mal schnell durchzählen. Wer von Bravo ist noch da? Eins hier. Drei. Vier. Wer kriecht da? Ah, Red. Ja, ich bin da, ich bin hier 5, hab ich angesagt. Ja. Da fehlt nur noch die 2. Ich finde hier keine ordentliche Position, um da reinschießen zu können. Da oben von dem Felsen geht's ganz gut. Also da kann ich aber auch nicht aufrufen. Schau ich wieder ab. Ah. Okay, gut, ich war schon gerade unterwegs, dich besuchen. Mit euch. Brauchst du Arzt, dann komm her. Jo.
stillhalten, der Kopf hat ein Loch. Nicht, dass noch das Gehirn rausfällt. Da kann nicht viel rausfallen. Ist ja auch nur ein kleines Loch. So, nur ein kleines Gehirn. So, passt. Ein, sitzt ein Feind im Gebüsch an der Mauer. Kann denn jemand irgendwie erfassen? Bist fertig. Danke dir. Warte. Ja, der Feuer ist so eine gute Info, Tango ist immer noch nicht clear. Ich sichere jetzt mit rein. Die anderen sind noch drin. Jetzt habe ich auch eine gute Pose. Ah, der ist schon tot. Ja, da liegen überall verstreut welche. Liegt so komisch da, deswegen dachte ich, der zielt. Aber da schießt immer noch einer auf uns. Ja, ist irgendwo noch ein Scharfschütze sitzen. Wir haben hier ab und zu mal leichte Ausfälle, weil jemand getroffen wird. Ab und zu treffen wir auch was, aber wir werden halt schwer beschossen. Auf 060. Rechts nach links laufend, Einzelkontakt etwa 150 Meter. Boah, wegmachen. Gut, keine Sicht. Oh, wir haben hier einen Ausfall, Specki ist ausgefallen. Nein! Runikor, komm zurück. Okay, unser Medic ist down. Ohne ein bisschen zurück in Deckung kommen. Wo ist denn der? Red Richtung 060 in etwa, mehrere Kontakte, wenn du da oben was machen kannst. Ah, ich hab grad. Ja. Ich hol Specki. Ja, hol Specki, das ist wichtig. Gegner versucht uns im Nordosten zu umgehen. Wir haben mehrere Kontakte auf Richtung 060. Rune ist auch ausgefallen. Der liegt 2 Meter vor dir. Ich versuche mich an Specki. Ja, mach Specki, das ist wichtig. Ja, noch da. Werden anscheinend vom Feld gegenüber beschossen. So, Specki, dein Kopf war auch schon mal hübscher. Okay, natürlich hast du keine Herzfrequenz, dann gibt's jetzt eine HLW. Ach, jetzt wollte ich dich gerade fragen, okay? Ich wackel wie eine Sau. Schau ich wieder ab. Ich auch. Ich hab gerade ein halbes Magazin verschossen und nicht mal ansatzweise getroffen. Aber sind die noch da auf 060? Ja. Einen habe ich noch gesehen. Wie sieht's mit Specki aus? Der ist wieder da. Wieder da. Habt ihr den einzelnen Schützen auf... Wo sind wir denn hier? Immer noch bei den Steinen. Habt ihr den einzelnen Schützen auf ungefähr 060090 gesehen? Ja, haben wir gesehen. Das war der mich weggeholt hat. Wirklich, der kommt ums Gebüsch, rennt übers Feld, bleibt kaum stehen, dreht sich um, Pum, Headshot. Kannst du mich machen? Ich kann's dir machen, ja. Das ist sehr geil. Zum Liegen. Ah. Hm. Wo ist Alpha eigentlich? Alpha ist immer noch in Tango, da ist immer noch Gegner. Hey, brauchst du noch Painkiller? Die Türme da vorne. Ja, bitte, Specki. Kriegst Painkiller. Okay. Rage, bist durch. Danke. Ich bin gelb. Bravo hier. Kann das sein, dass wir aus der Richtung getroffen werden? Ich leg dir jetzt Bandagen am Beinen an. Du kannst... Ja, was machst du eigentlich am besten? Nix im Moment. Ich mach das einfach, weil ich bin eh schneller fertig wie du.
Alles klar. Nix. Achso, der hinter mir. Nee, nee. Ich mach grad Rune. Alle anderen, die keine Rune sind und Verletzungen haben, machen schon mal selber ein bisschen was. Achso, ich mach auch schon grad. Okay. Du wirst genäht. Danke dir. Leg dir mal selber die Schiene an, das wird bei dir noch eine Weile dauern. Ich leg dir auch noch Blut an und nicht wenig. Das klingt wieder aus dem Nahbereich. Hättest du noch ein paar Bandagen, die du abgeben könntest? Oder? Im Rucksack Packing-Bandagen. Pass mal auf, im Nahbereich, aus Ost haben wir jemanden. Ja, der eine ist bekämpft. Der war direkt hinter dem Stein. Speng ich wieder down? 060. Machst du Specki, Rono, oder? Oh Mensch, ey, ich guck grad. Ja, ich auch. So, jetzt hab ich ihn aber. 110, circa 100 Meter. Jo, beschießen bereits. Ah, ich treff hier einen Scheißdreck. Bravo, Midi down. Oh fuck, okay. Rune, geh du in die Sicherung. Wieder 110 und 060 haben wir Kontakte. Ich hol Specki wieder. Check, check. Medic ausgefallen, ich mach mich dran. Wie auch immer du gestorben bist. Wir hatten hier Danger Close direkt. Ah, okay. Rechte Flanke. Ja, dann, Jungen, gibt's jetzt ein Halbi. Wieder da. Wir haben hier nochmal einen Ausfall. Red ist ausgefallen. Ich berge Red. Drei gelb. Frage, wie sieht's bei euch aus? Steht ihr alle noch? Vier steht wieder. Zwei ist grün. Specki, musst du... Ah, okay, Bell habe ich da vorne gehört. Ich guck mal die Leute an hier. Ah, hier hast du einen neuen Patienten hingelegt. Feind im Nahbereich aus Richtung Südost. Frag auf. So, der Chef sagt, wir sollen uns einsmoken und auf die Türme zurückfahren. Smoke out. Gut, dann hau ich ihm hier noch ein Tourniquet drauf. Ich nehme Red auf die Schulter und dann können wir abmarschieren. Speck ist bereit. So, dann auf Richtung Türme, so schnell wie ihr halt jeweils könnt. Ja, ich habe irgendwas gebrochen, bitte. Ich habe gebrochenes Bein. Ja, viel Spaß. Ich kann versuchen, durch. Wir haben anscheinend gebrochene Beine im Rück. Okay, dann geht mal vor, wer schnell kann. Die anderen halt, schnell ihr könnt.
Na, jetzt haben wir es gleich geschafft. Ich gebe zwar gleich vor Erschöpfung um, aber das war's wert. Freund. So, geschafft, das machen wir mal an dem Verletzten weiter. Der Bocker. Alles klar, dass er seinen Arsch hochbewegen. Specki brauchen Medic. Falscher Funk. Nee, ich wollte mit dem Typen vor mir reden, das bist du ja gar nicht. Oh. Specki? Ja, eine Medic, wenn's geht. Ja, geht nicht, die sind alle down. Ich habe jetzt 2 down da oben. Okay, dann mache ich jetzt hier erstmal meinen Mann fertig und dann schaue ich mal bei euch oben mit rein. So, erste CPR. Ich mach grad Red zu. Ja, wenn du fertig bist, nimm das Gebäude hier vorne, da machen wir CC4 rein. Okay. Ja. Am besten du mit Dias Turm sichern. Ich versuch die Verwundeten aus der Zwischenebene runterzuziehen. Versuch schnell die Treppe hochzukommen, ihr kommt hier hart unter Beschuss. Kannst du vor, ich bin langsam. Vierte CPR. Da ist er wieder. Oh. Hallöchen. Ja, positiv. Ich hab gesagt, er muss gesichert werden. Red, du Bangreifer Scharfschütze, dann kriegst du nochmal was gegen die Schmerzen. Danke. Ja. Watzler fliegt hier vor dir, bitte rüber zum CCP tragen, ich bringe gleich den zweiten noch nach. Check. Red, du bist wieder grün. Soweit. Gut, dann dein Arsch hoch in den Turm, der ist noch nicht komplett gesichert im G und dein Team liegt dann bereits oben. Okay. Unterstützen. Ich schicke jetzt nochmal den mehr hoch. Oh. Wo ist der CCP nochmal? Schräg zu. 250. Check. Achso. Ich hau dir auch mal Blut rein, ne? Jo, das kannst du gerne machen. Kriegst eine 1000er rein? 10 Sierra? Falls du was brauchst, ich habe im Rucksack noch Saline. Ja, soweit ist eigentlich alles gut. Okay. So, ich mach mal Watzlaw zu. So. Specki braucht eine heiße Nadel. Alles klar. Danke dir. Specki, ich brauch dich auch gleich noch. Wunderbar, dann machen wir uns mal nachher gegenseitig zu. Auf dem Turm, oben aufs Dach, aber hier ist heftiger Beschuss. Vielleicht kannst du auch irgendwie aus dem unteren Stockwerk zum Fenster raus. Check, 3 wieder gelb. Du bist genäht. Du machst noch eine kleine Kochsalzlösung rein haben. 250 Milliliter kann ich brauchen. Du kannst mal bei Watzlaw weitermachen. Ja, ich hau dir jetzt Kochsalzlösung noch rein. Ah, Day, ich mach dich mal zu, du bist schon wieder offen. Ja, das geht immer wieder auf. Ja, da muss er Quickclot draufhauen, sonst hält der Mist nicht. Ich hab da alles draufgehauen. Ich hau dir mal eine 500er rein. Ja.
und du machst mal CPR bei Watzlaw. Ja, er hat schon Puls. Ich hau sehr schön. Epi rein. Watzi kriegt noch eine Epi. Da ist er schon wieder. Hello again. Lacht und tut es, als wenn nichts wäre. Du hast große Menge Blut. Ah ne, ich hab große Menge. Ja, ja, du kriegst aber gerade. Das ist gleich durch. So, jetzt laufen da erstmal 500 Milliliter rein. Wer liegt denn da noch rum und schläft? Das ist Nagasor. Naxor. Ja. Okay, dann mache ich mir die erste CPR. Du kannst meinen Puls anschauen. Noch haben wir noch andere Verletzte? Ja, hier. 28er Puls hat er. Schnapp dir mal den anderen. Ich mache hier mit dem Naxor weiter. Hey, du darfst bei mir nochmal. Weil es gerade eben so schön war. Und dasselbe von vorn. Best genäht. Check. Bist dicht. Naxo ist wieder da. Bist dicht. Super, danke. Drei wieder grün. Day, halt mal kurz still. Ja, du kriegst nochmal zusätzlich Blut. Ja, bei dir sieht alles gut aus jetzt. Ja, ich mach das beim Blut immer ganz trickreich. Ich weiß, dass wenn du beim Gelben am untersten Limit bist, dann brauchst du 700, dass du wieder voll bist. Ja. So, und ich sehe, dass du schon 300 hast. Ja, passt. Die 500 hast du noch gebraucht. Wir haben im Außenbereich einen Ausfall MG-Schütze von uns. Sehr schön. Okay, Bravo, komplett in den großen Turm zurückziehen. Nimm die Verletzten mit. Check, Specki kommt. Okay, Rune, aufgefallen, ich Bergen. Überdrück mal bitte Richtung Süden. Haben wir Ausgefallene außerhalb des Turms? Ja, so korrekt. Ich berg den grad und komm Richtung Turm zurück. Frage, soll ich unten am Turm auf den Verletzten warten oder gleich in den Turm rein? Nein, bitte hier warten. Hier ist eine Deckung. Ja, schmeißen wir her. So, viel Spaß. Kleiner Trick, ihr könnt bei dem Turm diese Luken zumachen, dann könnt ihr rausgucken durch den Schlitz, ohne dass euch der Gegner treffen kann. Sehr guter Tipp, macht das. Da würde ich nämlich sagen, dass einer guckt und sucht und der andere macht dann den Beschuss. Der Schlitz ist natürlich klein, das ist eine Fummelei, aber es ist besser als dauernd umzufallen. Wie gesagt, Deckel zu, durch den Schlitz rausgucken ist eine Fummelei, aber du wirst halt nicht getroffen und fällst nicht dauernd um. Man kann durch den Schlitz nicht durchschießen, das ist wirklich nur zum Aufklären. 147, Fahrzeuggeräusche. Ein Gegner bewegt sich in unsere Richtung. Fahrzeuggeräusche. Ah, hat schon wieder Puls. Ah, der braucht nicht mal ein Epi, das lobe ich mir. Hast du Schmerzen? Hast du, ja. Dann kriegst du auch noch, Fentanyl. Danke dir. Hast du selber ein paar Painkiller, wenn's wäre? Ja, wie nehme ich die? Auf den Kopf klicken und dann einfach bei den Medikamenten Use Painkiller auswählen. Aber die nimmst du erst, wenn das Fentanyl nichts wirkt. Es braucht eine Minute oder so. Fahrzeug aus Stadt, Hauptstraße. Panzerwagen! Ah, oh, scheiß doch nicht bei unten. Panzerwagen, Vorsicht. Okay, MG kann man versuchen zu unterdrücken. Geh mal in den Turm hoch. Okay, Schütze bekämpft. Ladung. Speck ist jetzt oben im Turm. Besatzung ist aufgestiegen.
Transportstärke. In Farben. Fünf grün. Fünf grün. Zwei gelb. Vorsicht. Oh, das sind ja alle down. Ach so. Wo ist der Medi? Weiß das jemand? Boah, gute Frage. Ne, ja, der war drüben. Unserer zumindest. Im anderen CCP. Zahl 133 Straße. Circa 500 Meter. Das ist ganz. Pfeffer ist auf dem Weg ja. Raus auf den großen Tower. Team rüber. Das ist ein ganzes Squad Richtung 135. Ach, 133. Ja, Bravo, kommt mal auf die Südseite. Wir haben ein ganzes Squad auf der Straße. 123, 135. Hast du die im Blick auf der Hauptstraße? Rage ist beim Medi. Der ist out. Scheiße. Welche Richtung Gradschall? 133. Die Hauptstraße in der Stadt noch. Entfernung? Meter ungefähr. Jo, einer ist weg, sehr gut. Drei ist wieder da. Ein Team versucht nach links aus der Stadt rauszurennen. Specki ist ausgefallen und 3 ist wieder gelb. Du fällt den Specki dauernd aus. Keine Ahnung. Hast du gehört, Specki? Du darfst nicht mehr ausfallen. 2 Munition rot.
wie kann man hier diese Klappen zumachen? Keine Ahnung. Ich mach HLW bei Specky. Ja, mach. Also Specky, eigentlich sollte das andersrum laufen. Ich sollte da liegen und du verarztest mich. Das ist hier so die Rollenverteilung. Ich weiß ja nicht, ob du das schon mitbekommen hast. Aber irgendwie mache ich gefühlt heute öfters dich zu, als du mich. Wieder da. Kannst du mich gleich verbinden? Bin gleich an dir dran. Ich hau nur noch schnell mir selber den Quickclot drauf. Der ist hier oben, Specky. Wo ist denn der, den ich verarzt? Ah ja, ich seh's. Rage kriegt Blut, ist verbunden. Check, danke. Ich bin an dem Scheißfenster eine halbe Sekunde gestanden, kurz runtergehuckt, bang, weg war ich. Ja, ist doch immer so. Na toll, der nächste Ausfall. Rage ist down. Hä? Jetzt. Erste CPR. Warte, Audio. Audio. Hier. So, wir kriegen keinen Nachschub an Munition. Kam gerade nicht an. Hat wieder Puls. CDR kommt die Hauptstraße entlang. Ich mach jetzt hier mal das blöde Fenster zu. Da steht schon erst sofort. Drei wieder da. Fenster ist zu. Du musst auf diesen Stand drauf gehen, dann kannst du durch den Schlitz gucken. Das ist ein scheiß BMP. BMP. Rage ist wieder einsatzbereit, Specky auch. Gottvater 1-1, komm. Specky, wieso fällst du dauernd aus? Und mach mal die Klappe zu. Nordwesten von Air Support inzwischen BMP, Frage. Du musst auf die Klappe gucken. Wenn die aus ist, musst du von unten nach außen rausgucken. Klingt sehr kompliziert, mach das nochmal bitte. In welchem Stock brauchst du's? Überall. Medic ist, ist im Parterre. Ich weiß nicht, ob du mich verrecken sehen willst. Da rennt er wieder von mir weg. Ja, ich mach gleich die Türen, diese Fenster überall zu, damit die nicht reinschießen. Das wird den Gegner nicht interessieren, aber das ist, er trifft jetzt. Joker ist repariert. Wiederholen. Ja, das war meine.
Also der Air Support hat den Panzer nicht rausgenommen. Panzer ist jetzt auf 149. Du musst, wenn sie offen ist, Moment, ich leg mich besser, mach dich mal niedrig, du kannst von unten an die Klappe rangucken. Du musst von, und dann kriegst du sie. Mach's aber nicht stehend. Ah, cool. Wie viel Munition hast du noch? 7,62er, noch 6 Magazine. Ich kann den Scharfschützen was abgeben, wenn sie was brauchen. Groß abgesessen. Scharfschützen, sagt mal, wie viel Munition ihr noch habt. 5 Krieg. 3 Krieg. Ah, der macht's richtig, durch die Lücke rausschießen. Hat jemand Lust, mit mir zum BMP zu rennen und den zu besetzen? 2. Dann leg dich mal hin. Turm. Auf geht's. Du kannst ja auch durch die Schlitze rausschießen. Schau hier, da ist so ein Schlitz, wo ich hinziele. Ja. Rage, da wo ich bin. Ja, ja, schon, ich weiß, aber. Also. Ich hab grad keine Ziele, oder? Ich sehe auf jeden Fall. Frage, wo ist der zweite Medic? Ich würde mich mal zunähen lassen. Der kommt gerade in den Turm. Gut, dann gehe ich ins Parterre vom. Ne, nicht ins Parterre, in den ersten Stock vom Turm. Ja, Beschuss auf BMP einstellen, versuchen jetzt zu kapern. Wo hat den verlassen kommen? Medic? Ja. Ja, okay, Watzlaff, du hast jetzt die Rundumsicherung, sieht so aus, wie das bitte einmal zunehmen. Ich nichts anschleichen ja, kann. Aber versucht sowas jetzt mit einem weiteren Mann den BMP zu kapern. Check. Also Primärsicherung Südost Richtung Foxtrot. Jawohl. Alpha, wir fahren irgendwo auf Dach. Bist genäht. Brauchst du noch ein bisschen Blut? Ne, das geht. Check. Haben wir. Was? Obwohl, doch, hau mir mal rein, ich bin ziemlich lang gelegen. Erst Munitionsausgleich. Brauchst du noch Blut? Nee, ich, bei mir ist alles gut jetzt. Drei Sierra noch. Danke. Bist durch. Danke. Brauchst noch Munition oder so? Nee, ich hab 7,62er, die wirst du nicht haben. Ja, alles gut. Korrigiere eine Mike weg, koordiniert durch den Kontakt.
Medic ist hier oben, wer braucht? Ja, ich hab auch Medic. Also ich hab auch Medic. Du kannst mich mal nähen, ich wurde gerade angeschossen. Nee, dir fehlt nichts. Also mir wurde gezeigt, dass ich angeschossen wurde. Nö, nee, gibt nichts zum Nähen. Du brauchst wieder. Specky, hast du was von L gehört? Nee. Kannst du den Turm drehen? Aber hier liegt einer am Boden, den gucke ich mir mal. Vielleicht ist der Turm defekt, dann dreht er sich nicht mehr. Keine Ahnung, Rune meldet sich nicht. Ich komme nicht in den Turm rein. Aus Hilfe, Specky? Nee, Dias ist gleich gemacht. Ich nähe nur schnell zu. Ach, die CPR mache ich gleich hier oben. Ja, die kippen mir hier alle weg, obwohl sie genug Blut haben und so. Ich hab nur die Sitze. Zweite CPR. Also die Gun wird mir hier mit Weiß angezeigt. Die müsste Alpha funktionieren. Alpha minus 1, ansonsten minus 34 am Ende. Warte, ich hab auch noch was da sonst. Die ist halt wieder Puls. Aus Süden. Die ist kriegt ein Epi. Du bist als Gunner drin. Gucken, noch ein Ausfall. Ich sehe gerade nichts, ne? Ich kann aber nichts machen, ich sitze nur oben drauf. Geh mal als Commander rein. Aber Watzlaw lebt noch, oder? Ja, ich bin noch da. Ja, wir schnappen uns gerade den nächsten, der rumliegt. Zum Bulljoker. Daywalker ist jetzt dran. Danke, danke. Oh, so langsam wird's ruhig, ja, in der Stadt. Na, da geht jetzt Morg auf 137. Den Red für dich auf 173. Guck mal da, da kommt was entgegen. Und gerade wieder nach links hinter den Strauch, da ist auf jeden Fall Kontakt. Okay, ich orientiere mich noch da. Mein Fangen geht jetzt mit dem BP aus. Zweite CPR. Oh, der flippt da gerade durch die Gegend. Noch kein Puls, mach mal vierte CPR. Der ist auch gerade ausgestiegen. Der steht da wieder. Besten Dank, Medic. Immer gerne. Kontakt immer noch aus der gleichen Richtung. Muss man die DMR fragen? Richtung 1. Sie sehen irgendwas. 1-7, check. 0, sorry. Jetzt funktioniert's, hörst du mich? Ja, kannst du auch schießen damit. So. Daywalker hat wieder Puls. Ja. Dann kriegt er noch ein EP. Wer smoke nach? Richtung 160. Ah, bin wieder da. Na, ausgeschlafen. Ja, sicher da. Dankeschön, Speck. Immer gerne. Da ist der BMP verschwunden. Trennung Bravo. Du hältst jetzt noch Punktsicherung. Da ist er wieder. Red schaut auch gut aus. Vorne meinst du nicht? Du gehst mit. Raid schaut auch gut aus. Wollen wir mal durchzählen? Ich habe keine Ahnung, wer gerade wo ist. Einmal zu Joker. Rage. Ja, bitte. Einmal Status 1. Check. Bravo sammelt sich unten und verlegt da. Rune, steigt nochmal wieder aus. Zu Bell. Ja, dann Rage, Becky, mitkommen. Bin draußen. Den jetzt zeigen Sie bitte den anderen ein. Einmal
Specki, Frage, kommst du auch mit? Bin an dir dran. Check. Boah. Ah, dann Red auch runterkommen. So, das ist der Plan. Bitte nicht so stehen bleiben, da habe ich gar keine Deckung, danke. Alles klar, dann haben wir unsere Position verlegen. Wie viele Leute kriegen wir da jetzt rein? Warten kurz. Check, dann lädst du mich jetzt auf zusammen mit den mit deinen Leuten. Alpha hält erstmal hier und in der zweiten Tour ziehst du dann Alpha hinterher. Gut, Check, komm hierher, wir versuchen alles reinzupacken. Alpha, ich dürfte auch runterkommen. Double Time. Müssen wir nicht laufen. Alter Vorteil. Kann es denn eigentlich sein, dass ich trotz des Auflegens noch wackle jetzt? Ne? Wer war das jetzt? Schmerzen, ich guck's noch mal an. Nö, der hat keine Schmerzen. Nee. Ich hab auch Hof. Nein, das ist Stress, das ist hier schön. Wen nennt man's nochmal? Fenter. Fenter ist viel geiler. Ach, das ist wieder so ein Panzer, wo man draußen sitzt. Da müsst ihr genau hinten einsteigen. Drei sitzt. Hast du den Commander Seat für Joker? Eins sitzt. Vier wo sitzt sind? Draußen. Alpha sitzt. Bravo, sitzen alle? Vier sitzt. Specki? Vier hey, sitzt, sorry, Specki sitzt. BKM. Ich hab ihn ja nicht gehört, aber. Ich hab ganz Kommando mitfahren, geil. Waffe mit F durchschalten. Ja, ja. Und schon Bänder. Du hast auch noch ein Panzerabwehrrakete am Dach. Sorry. Okay. Ich bin jetzt mal ausgestiegen. Nein, wir sollen doch weiter zum Air Support Punkt.
Speck ist jetzt. Wir sollten doch raus, wir sollen hier bei Joker sein. Aber doch nur Alpha. Bin jetzt wieder ausgestiegen. Alle. Ja. Alle doch irgendwas. Check. Joker, wie machen wir es? Kommen wir auf deinen Punkt? Mach mal aus, da rennt einer. Mach fertig. Nö. Ich würde erstmal bei Belfast bleiben. Ich würde mal mit Rage das Haus nutzen, um vom ersten Stock zu schießen. Rage, komm du mal nicht. Dann bleiben wir an dir. So, ihr seid ready? Check. Unser Ziel ist es, Sektor Alpha zu sichern. Das ist halt drüben. Also mit mir. Wir springen. Specki geht. Jo, ich auch. Okay, ich überprüfe schnell das Haus. Wieso habe ich mich jetzt verletzt, wenn ich den überfahren habe? Ja. Erster Raum sicher. Tür. Gebäude sicher. Joker, ich bin schon beim nächsten Haus. Ist sicher. Alles klar. Wer ist jetzt noch da drüben? Rune. Red, kommst du zu uns? Alles klar. Ihr sichert jetzt Sektor Alpha, das hier durch den Mauerdurchbruch auf 155. Compound einen weiteren Panzerwagen. Machen Blatt. Okay. Ich schmeiß Flaggen. Sollen wir los? Ihr könnt los. Rune! Kniff mal hoch. Wer? Ah, ich seh's. Du sicherst, ich schnappe den Buben. Wir lassen uns dann ein Stück zurückfallen und ich mache ihn hinter der Mauer dicht. Hab ihn auf der Schulter, ich zieh mich zurück. Komm mit. So, was ist hier los? Ein Ausfall, ich mache ihn dicht. Ihr seid ja noch zu zweit. Wo habt ihr den Feind bekämpft? Wo ist der? Hier links in der Garage. Okay. Ja. Der hat doch gar nichts, das ist denn der ausgefallen. Fragestatus. Puls. Ich glaube, ich höre ein zweites Fahrzeug. Achtung an alle, wir haben noch ein BTR in der Stadt drinnen.
Ich schnappe den Verletzten und versuche mit ihm abzuhauen. Ich trage den Verletzten ins Haus, damit wir etwas mehr Deckung haben. Ich bin... Na, wo gehe ich denn hier am besten hin? Lass mich mal hier durch. Okay, check, dann kommen wir zu meiner Position und dem Team wieder. Bitte weiter die Frauen sichern und ihr werdet hier aufnehmen. Aha, endlich kann ich mir in Ruhe CPR machen. Brauchst du Hilfe? Nö, den kriege ich. Bravo, ich bin wieder da, nachdem der BMP mal wieder weggepackt ist. Okay, Buffers, übernimmt euch gleich wieder. Ihr habt Glück, dann seid ihr mich los. Alles gut. Judy, kriegen gleich Air Support, der soll sich um den BTR kümmern. Dann kannst du dir noch die Sektoren Charlie sowie Foxtrot sichern. Okay. Alpha hier haben wir soweit gesichert. Ah, mit dem BMP ist einfach Pech, ne? Hammer. Aber was ist denn jetzt mit dem Gunner eigentlich? Keine Ahnung. Also ich schätze mal, der ist draufgegangen, als ich einen überfahren habe, weil ich habe einen Gegner überfahren. Du kriegst ihn aber nicht raus. Und dann habe ich, bin ich verletzt worden und ihn hat anscheinend auch schwerer erwischt. Dann bin ich jetzt ausgestiegen, versuchen rauszukriegen und dann ist er wieder weggepackt, wie die letzten Male auch. So, jetzt muss ich mich erstmal selber reparieren. Ja. Ich gehe mal hoch in den ersten Stock und sichere ein bisschen ab. Also ich muss mal kurz Alpha checken, da höre ich gerade nichts. Siehst du, dass er nicht drauf geht? Wer war jetzt noch im BMP? Drei ist wieder da. Rune. Und du weißt aber nicht, was mit ihm ist. Du konntest noch nicht rausziehen. Nee. Check. Danke, Specki. Wir haben hier nach hinten auch noch eine Tür, da gucke ich mal drauf. Warte mal, du kannst mich mal nähen. Dann guckst du mal kurz nach hinten. Ja, mach ich. So, wir kriegen gleich Incoming. Ich lege Verband an. Wo hört? Nicht weglaufen. Tönnecke kann runter. Okay, verstanden. So, bin ich durch? Noch nicht. Tönnecke kann runter, jetzt bist du fertig. Jo, danke. Kniff in die Hand. Oh, sorry. Beliebter Fehler. Rage? Granate, Granate! Ausfall, Ausfall! Ich brauche unten einen Mann, der mir Deckung gibt. Die Granate, ich weiß nicht, ob deck du mal in die Richtung. Deck du mal in die Richtung rein. Dass da nichts kommt. Ich weiß nicht, ob Bell die Granate hat fallen lassen oder ob jemand die reingeworfen hat. Von hinten reingeworfen. Von hinten, du guckst in die falsche Richtung. Da hinten ums Eck geht. Nee. Da rein. Da rein und da hinten ins Eck. So. Da gibt's noch eine Tür. Ich nehme den Ausgefallenen mal ins erste Stockwerk mit hoch, da gleich hier noch am Ästen zumachen. Ich bin jetzt im ersten Stock, ich könnte die Sicherung vom Treppenhaus gebrauchen. Hast du draußen den Gegner bekämpft? Jo, ist bekämpft. Ich bringe noch einen mit und dann sichere ich. Genau, erster Stock, Treppe hoch.
Bell, ich hat's richtig erwischt. Wir sind im ersten Stock, ich mach Belgrad zu. Gerade hier ein Einzelnen, der eine Granate reingehauen hat. Kann man das nicht durchfunken? Ihr müsst euch mal auf die Funke schalten von Bell. Ich versuche hier selbst 2, 3, 4 Mike zu erreichen. Alpha 1, 1. Nein, läuft. Ja, Bravo TR läuft, deswegen kein Kontakt. Erste CPR. Soll Rune hier vor der Tür liegen, oder? Spring hoch. Ja, schon. Du sicherst. Okay. Aber kannst bleib hier unten. Wir gehen beide gleich Richtung Sektor Charlie. Jo. Aber dann ist das hier als CP hier umgedeckt. Nö. Okay. Feinde sind Richtung Süden. Gut. Richtung Westen haben wir Alpha. Zweite CPR. So, ich schmeiß noch einen rein. Wunderbar. Das würde ich jetzt vielleicht nicht formulieren, aber... Ja, da wird mir nicht langweilig. Nee, das befürchte ich leider auch. Soll ich sicher noch kurz den angrenzenden Komfort, damit wir erstmal Ruhe haben. So, wer war die arme Sau, die mit mir gehen muss? Ich. Red, geil. Geht los. So. Vierte CPR. Fünfte. Sieben CPR. Achte CPR. Achtung, friendly, friendly. Hier, ich hab High Prio. Okay, ich mach hier noch eine. Mach du mal hier CPR bei Bell weiter. Ich mach dich dann parallel. Lauter. Mach du CPR bei Bell, ich mach dich dann parallel. Hier, Bell, es liegt vor mir. Nee, ich hab hier ich hab Joker mitgebracht. Ach so. Scheibenkleister. Ja, dann mach du mal bei Bell, aber trotzdem CPR. Okay. Aber Bell liegt hier gar nicht. Doch, ganz im Eck. Es wäre toll, wenn wir jetzt noch eine Person in der Sicherung hätten. Bei Bell bin ich schon bei der 9. CPR gewesen. Ich hab noch die Waffe in der Hand hier. Selten im CCP hier gewesen. Ja. Aber jetzt brauche ich wirklich jede Hand, sonst kriegen wir die Leute nicht rechtzeitig hoch. Ja. 4 Leute auf einmal, das ist zu viel. Nee, 2. CPR.
Feind Nahbereich, Kniffe hoch. Du sicherst, du gehst raus und sicherst. Nur den Treppenbereich sichern. Pass auf, dass sie dich nicht durch die Fenster erschießen. Oh Mann. Durchgeben? Ich wüsste nicht an wen. Okay, ja. Das gibt's doch nicht. Habe ich bei Bell schon 9 CPRs gemacht. Das mache ich bei Joker den 5. Ja, der wurde halt aus dem Nahbereich, wurde der richtig durch sie, glaube ich. Das hat schon wehgetan. Geräuschtarnung, Lautstärke gering. Wenig reden. Ah, Joker ist wieder da, Gott sei Dank. Joker hat nur 7 CPRs gebraucht, dann machen wir bei Bell weiter. Ob ihr da jetzt so Glück habt, sei mal dahingestellt, aber... Bell, du kriegst den 14. CPR. Laut Liste. Jetzt ist er wieder da. Okay, Specki. Anderes Team ist komplett im Arsch, da lebt nur noch einer. Ich bin ja komplett genäht und so ein Scheiß, ne? Alles klar. Ja, aber gut, wir haben hier noch 2 komplette Ausfälle. Ja, ihr kümmert sich um die. Ich versuche hochzukriegen. Aber Achtung, wir haben ja Bereich Feinde. Wir können hier leicht sichern, aber wir haben so viel verletzt, ich brauche unbedingt Hilfe, sonst werde ich mit denen nicht mehr fertig. Wir haben schon ein krasses Kaliber, die Feinde. Ja, einen Moment. Der ist direkt im Nahbereich. Ja. Der hockt bestimmt genau wie der andere. Das hatten wir schon mal. Der hockt direkt quasi unter mir in der. Oh. Frack out. Mann. Frack out. Ich nähe 39 Sierra. Frag out. Scheiße, hier ist ins Gebäude, ich hasse Arma. Deckung, Deckung, Deckung. Ganz groß gemacht. Lebt ihr noch? Ich lebe noch. Pass mal auf die Treppe auf. Der ist noch unten. Moment, sobald der weg ist, kümmere ich mich um euch. Alles ausgefallen. Ey, sag mal, wie... Die Matrix lebt, ey. So, jetzt aber. Oh, also ist ja wieder einer. Ja. Specki legt jetzt erstmal selber was an. Wo ist denn Specki? Ja, ich lieg hier am Boden, ich war ausgefallen. Ich hab eine freundliche Granate reingekriegt. Ja, ich hab's mitbekommen. So, Joker. Ist der auch schon wieder ausgefallen? Ja, natürlich. Na toll. Ich habe jetzt gleich die 7. Quickclot drauf. Was ist denn da los? Also, Bravo ist hier minus 2.
Und Broker ist ausgefallen, wir haben hier einen riesen CCP. Falls ihr die Möglichkeit habt, zu uns zu kommen, dann kommt. Ich hatte ihn vorher komplett verbunden und dann wurde ich, während ich ihn genäht habe, in die Luft gesprengt. Jetzt ist er wieder komplett offen. So, ich habe ihm jetzt Tourniquets angelegt. Machen wir mal zu. Muss ich dir noch was zumachen hier? Nee, hier ist alles gut. Bei dir ist alles gut? Okay. Schnapp dir irgendjemanden, hau ihm Verbände drauf. Mach ja, ich guck, schnapp mir jetzt mal Rage. Genau. Ist ja ganz blau. Am besten irgendwo CPR machen. Wenn einer schon so weit ist. Ah, der hier könnte gleich soweit sein, an dem ich dran bin. Kommt. Machen wir nochmal eine Package dran. Jetzt habe ich den vorhin schon 30 Sekunden genäht, jetzt nochmal 40. Oh, ich mach mal Rune zu. Der sieht nicht gut aus. Rune, sorry. Du kriegst noch Blut rein, hier ist gerade einer aufgewacht. Nicht bewegen, du kriegst noch Blut. 2 Sierra. Danke. Rage, du bist fertig. Jo. Machen wir mal bei Joker weiter. Oh, ich habe keine Tourniquets mehr. Ja, scheiße. Wo sind die alle hin? Du kannst dir von Joker deine Tourniquets zurückholen. Ja, die gebe ich gerne ab. Alpha 1-1, Fragestatus. Ja, mach die doch mal bei Rune dran. Der ist... Bei Rune brauchst du keine mehr daran machen, bei dem bin ich schon dran. Gebrochen bin ja, ich auch. Ich versuche mal den konsolidiert Körper durch und bis Foxhaut weiter durchsichern, wenn möglich kommt. Genau. Check. Dann mache ich Kopf. Okay, dann mache ich mal bei den Beinen weiter. So. Du machst die Arme. Also Arm und Kopf und Körper kannst du schon mal zwischennähen. Ist eh gleich durch, die Marina im Schwung. So, haben wir den Kecko da unten? So, er wird genäht. 50 Sierra. Belfrost? Ja. Dann nimmt deine zwei Leute sicher. Charlie, Fox, Trott, wenn's geht, mach langsam, ich bleib hier. Okay. Rage, geh mal mit. Jo. Charlie sollte eigentlich safe sein, dann? Aber mach langsam. Ja. So. Für Runde kann ich glaube ich gerade gar nichts tun, wa? Red, lass uns mal schnell vorbei. Ja. Specki, ich hol dir mal eine Fanta rein. brauche ich nicht als Medic. Ich brauche sie wirklich nicht. Erst wenn ich schieße und dann hau ich sie mir selber rein. Sie hat seine Tourniquets nicht mitgenommen. Ah, checkst du mit. Okay. 50 Sierra nähen. Das hatte ich schon lange nicht mehr. Ey, heute ist so eine Mischung aus Armor-Bugs, Pech, vielleicht meine Inkompetenz, bin mir noch unsicher, wahrscheinlich auch zum Teil. Also, ich glaube, das ist mit Abstand meine schlimmste Freeplay-Mission, die ich jemals hatte. Ja, es funktioniert nicht so richtig, wir kriegen dauernd Druck rein und werden nicht damit fertig. Ja. Heute ist der Wurm drin, das ist so. So, nehme ich erstmal 1000 Milliliter, dann kann es reinlaufen. Auf der anderen Seite sind wir halt leider auch nur ein Squad und nicht zwei. Das ist halt Stadtkampf, also mal aber wenigstens kräftig besetzte Squads. Ja, als Squad. Singular leider, nicht Plural, aber ja. Nee, DMRs also, haben wir heute jede Menge, 3 Stück. Ja, wie gesagt, also das mit dem Unterdrückungsbug, das rechne ich uns nicht an. Das war einfach zu viel. Und seit dem Neustart war ich eigentlich einigermaßen zufrieden. Bis wir in diese Scheißstadt hier eingeritten sind. Ab hier ist echt... Weil es ist halt armer CQB. Teilweise. Oh Mann, der arme Kerl hat einen Arm und einen Beinbruch. Red sagt das nicht mit Bell. Oh nein, die sind zu tot bloß. Ich sag, ich soll sie vorbeilassen. Okay. Wenn du willst, kann ich mit dir irgendwo hingehen. Nee, ich bleib erstmal hier. Mit mir willst du nicht gehen, stirbst du nur. Also tatsächlich. So. Wenn ich mit dir mitgehe. Bis jetzt.
Dann fahren wir bei halt Rune mal mit CPR an. Das war halt absolut lächerlich vorhin mit dieser Scheißtür da. Also. Ja, man kann es auch nicht wirklich anders machen, weil du kannst dich da einfach halt nicht daneben hocken. Nee, also in dem Raum eh nicht. Plus, also er schießt durch die Tür, er kommt mit seinen Projektilen durch, verwundet mich, ich muss halt die Tür öffnen. Ja. Ich mach's einfach nicht. Was? Oh. Ich muss gerade erstmal Male machen auf der Karte. Nee, komm mal zurück, wir sind im falschen Haus. Ich hab nur den gerade rumlaufen sehen. Achso. Kriegst nochmal Blut. Ohne, du müsstest gleich aufwachen. Ein Armbruch, ein Beinbruch. Wollt ihr mich eigentlich mit dabei haben? Also Red? Oder soll ich mit der CCP weiter absichern? Nee. Sicher mal. Mit dir, Läufer. Okay. Red? Jo. Zieh mal mit darüber in das Gebäude hier auf 216. Da, wo du vorhin, ja. Also da über die Straße ins Gebäude, okay. sind Leute gerade drin. Okay. Bravo 41. Gut, ich komme jetzt doch zu euch. Joker meint, er bleibt hier und sichert das. Hallo. Na Specki, hast du noch Pflaster oder alles weg? Geht noch. Knapp über der Hälfte. Also, Bravo hat gerade den Medic verloren. Sieht's mit Rune aus? Der müsste eigentlich aufwachen, er hat alles drin. Darf ich ihm jetzt nochmal Blut reinhauen? Das behalte ich erstmal im Auge. Naja, hast Lost a lot of blood, der braucht noch. Naja. Leider. Alpha 41, komm. Ja, sobald du wieder verlegungsfähig bist, Meldung machen, dann weitere Befehle kommen. Jetzt kriegt er nochmal Blut. Ja. Gibt's doch echt nicht. Kannst nachkommen. Bravo 1-1. Ja, wenn Foxtrot gesichert, dann vorrücken Richtung Hotel kommen. Mann. Also die letzten Freeplay-Missionen waren immer so richtig schön smooth und heute... Heute gibt's zwar Hucke voll. Aber richtig. So, dann rücken wir jetzt eins weiter, Süd. Gibt's doch nicht. Ja, jetzt kann man's... Puls hat er noch nicht, oder? Er hat Puls, er hat alles. Es müsste eigentlich schon längst wieder da sein. Hast du auch ein EP? Ja, ich drücke ihm jetzt tatsächlich noch einen rein. Ja. Jetzt müsst ihr da endlich wirklich noch ein bisschen Blut. Rein. Verloren, so rum. Unten ist sauber. Ich glaube, ich packe jetzt auf den Rücken, wir gehen einfach. Auf jeden Fall, dein Team ist gerade am Sichern, da bringst du nicht viel, wenn du da hinter den abgeknallt bist mit dem auf dem Rücken. Auch wieder wahr. Rettung. Ja, positiv, dann sicher in Sektor Golf kommen. Wow, das hat jetzt gedauert. Hier unten? Abschüsse können sich aber sehen lassen von allen. Die Abschlüsse anzugucken.